Genau, ihr Lieben, ich habe hier gerade ein paar Yoga-Videos für euch aufgenommen, ein paar Meditationsvideos. Und mir kam ein Gedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte und was Wichtiges, was ich ankündigen möchte. Viele reden ja von dem Erwachen. Nun, was bedeutet dieses Erwachen? Mir ist richtig bewusst geworden, dass es darum geht, dass wir uns mental von Konzepten und von unserer Art und Weise, wie wir unser Leben erfahren, wie wir uns selbst erfahren, lösen. Ja, wir sind viel in der Identität, wer wir eigentlich sind, was wir zu tun haben, welche Rollen wir spielen und viel auch in der Identität unseres Körpers. Ja, wir identifizieren uns mit und über den Körper. Und es geht darum, dass wir in der Meditation, in unserer Yoga-Praxis, und dafür eignet sich Kundalini-Yoga einfach wunderbar, den energetischen Anteil unseres Selbst erfahren, ja, die Energie unserer Seele. Und darin finden wir unser wahres Potenzial und all die Facetten unserer Erfahrung. Und da geht es ja, viele kennen ja die Energiezentren, die Chakren, darum, dass wir so viele unterschiedliche Formen von Energien in uns haben. Natürlich können wir Begriffe, Worte, Eigenschaften finden, um diese Energien zu beschreiben, wie das Wurzelchakra steht für Urvertrauen, für Erdung, für Angebundensein an die Erde und auch das Materielle, wirklich in dieser Welt zu sein und präsent zu sein, gelöst von Angst und tiefem Vertrauen. Und beispielsweise das zweite Chakra, Sakral Chakra, steht eben für unsere Lebensfreude und lebenslos Kreativität und auch Sexualität. Das sind halt Energien, die wir beschreiben. Und die wirkliche Erfahrung, das nicht zu benennen und nicht in ein Konzept zu bringen, wobei uns das natürlich auch hilft auf diesem Weg, ist wirklich in die Stille zu gehen mit den Meditationen, die uns das Kundalini-Yoga geschenkt hat und Yogi Bhajan in die Welt getragen hat, wirklich unsere Energie einfach zu erfahren, zu spüren und zu erkennen, dass wir das sind, ja? Dass wir all diese Aspekte unserer Energie sind und dass das so viel kraftvoller ist, als was wir vielleicht mental erschaffen können. Mental sind wir auch sehr stark, Worte sind sehr stark, ihr wisst, wir können manifestieren, projizieren und wirklich unsere Welt erschaffen, und das tun wir auch, aber die wirkliche Energie zu spüren und wach zu werden zu unserem Leben und der Lebendigkeit und des Momentes, das ist das Einfachste über den Energiekörper, wenn wir in das Subtile erfahren und fühlen, unsere Energie kommen, und das tun wir natürlich in einer tiefen, kontinuierlichen Praxis. Und da kann ich dir immer wärmstens empfehlen, einfach in die Live-Praxis zu gehen, weil besonders wenn wir live gemeinsam praktizieren, ist die Energie sehr hoch, sehr intensiv und du kannst wirklich dich erfahren. Und oft ist es so, wenn Menschen damit beginnen, dann merken sie viel Enge und Druck und Blockaden. Und wenn wir immer tiefer hineingehen, werden wir auch wirklich Energiekanäle öffnen, das heißt, die Energie kommt zum Fließen. Ja. Die Kundalini-Energie sitzt im Becken und durch unterschiedliche Yoga-Übungen, auch Bewegungen, es ist mir auch wichtig, dass wir Körperübungen machen, können wir körperlich was öffnen und ins Fließen bekommen. Und das Ziel ist, die Energie hochzulenken durch alle Chakren, weiter zum Herzen, zum Hals, zum dritten Auge, hoch zum Kronchakra, wo wir dann wirklich diese Bewusstseinserweiterung finden und wieder erkennen, wir sind im Prinzip eins, weil energetisch können wir das erfahren, dass wir mit allem verbunden sind. In meinen Heilsitzungen oder in der Heilmethode Satna Masayan erfahren wir das jeden Tag. Es ist eine Erfahrung und nicht mehr ein Konzept, wir sind alle eins, sondern wir sind energetisch verbunden. Ja? Und umso mehr du praktizierst, desto mehr wirst du auch wirklich Erfahrungen in der materiellen Welt haben, die dich immer wieder daran erinnern, wie wir synchronisiert sind, wie wir zum Beispiel auch die Gedanken der anderen manchmal erfassen können oder an jemanden denken, in dem Moment ruft er uns an. Solche kleinen Synchronizitäten und Erfahrungen erinnern uns natürlich dann auch daran. Aber die Erfahrung tatsächlich in der Meditation zu machen, energetisch verbunden zu sein, ist etwas Wundervolles. Im Prinzip ist es das, wonach wir suchen. Ja, wir kommen als unendliche Seelen auf diese Erde inkarniert, fühlen uns oft in der Trennung von anderen Menschen, getrennt von dem großen Ganzen, von dem Göttlichen, von dem Universellen. Und über die Meditation und besonders durch das Kundalini-Yoga erfahren wir uns selbst wieder in unserer Essenz und in der Verbindung mit allem, was ist. Und
das klingt vielleicht jetzt abstrakt für dich, aber es ist etwas, was du selbst erfahren kannst, was du vielleicht gar nicht in Worte fassen musst. Und es ist, wenn es darum geht, dass du dein Leben einfach schöner gestalten willst, mehr Liebe, mehr Freude, mehr erfüllte Sexualität, mehr Kreativität, mehr freie Gestaltung vielleicht, dass dein Leben einfach freier und selbstbestimmter gestalten, dann ist es so wichtig, dass du diese ganzen Energiezentren klärst und ins Fließen bekommst. Ja, dass alle diese Aspekte deines Seins leben kannst, dass du dich zum Ausdruck bringen kannst, Halschakra, dass du sehen kannst von innen heraus, was für dich der Weg ist und dass du dich mit dem Göttlichen anbindest. Und jetzt meine ganz, ganz wunderbare Ankündigung. Ein Jahr werden wir diese Chakren in Kundalini Yoga Tribe durcharbeiten. Das habe ich schon oft in Retreats gemacht und gesehen, was das für einen wunderbaren Effekt hat, wenn man wirklich sich länger einem Chakra widmet, zu allem was dazugehört, mit Kriyas, Aufwärmübungen, mit Entspannung, mit Klängen und natürlich Meditationen und Mantren, die dich mit diesem Klang und mit diesen bestimmten Mudras, die wir haben, unterstützen, diese Energiezentren zu öffnen und dann wirklich aufbauend. Weil das ist auch wichtig. Wir brauchen die unteren Chakren in ihrer Kraft und Stabilität, um uns nach oben hin zu öffnen. Wenn wir unten stabil und geerdet sind, dann kann sich unser Herz viel mehr öffnen. Und wir können wirklich auch mit einer festen Grundlage auf der Erde uns wirklich dem Universum und dem Göttlichen öffnen. Und deswegen ist mein tiefer Wunsch, mit dir ein Jahr durch diese Reise zu gehen. Komm gerne in Kundalini Yoga Tribe auf Instagram, da kannst du ein Jahresabo buchen oder auch hier bei YouTube einfach monatlich dabei sein und 40 Tage durch jede Kriya gehen, um dich wirklich in dieses Bewusstsein hineinzubringen, wirklich bewusstseinserweiternd zu arbeiten, damit du wirklich dein wahres Selbst erkennst und erwachst. Erwachst und lebendig wirst, präsent wirst, dein Leben in deiner vollen in deine volle Entfaltung bringst. Ich freue mich sehr, wenn du diese Reise mit uns gehst. Beginnt am 9. Januar. Ich weiß, es ist schon ganz bald. Wag es einfach, geh rein. Es ist Zeit, dass wir spirituell erwachen, dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir es wirklich erfahren und nicht nur darüber reden. Jeden Morgen aufs Neue eine Live-Praxis am Morgen, die natürlich auch aufgezeichnet wird. Und jeden Sonntagabend gehen wir ganz tief in die Meditation, damit du solche Erfahrungen machen kannst, von denen ich hier spreche. Und Monat für Monat bauen wir auf. Chakra für Chakra kommen wir wirklich in einen gewissen Prozess der Erleuchtung und des Erwachens. Ich freue mich sehr, wenn du mit uns praktizierst. Lass dich einfach darauf ein. Du hast so viel zu gewinnen und nicht zu verlieren. Erwache, es ist die Zeit und ich begleite dich sehr, sehr gerne dabei. Satnam und alles, alles Liebe an dich, ein frohes neues Jahr und ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Reise gemeinsam gehen.